Gut. Wir sind hier mit der Chris Vector unterwegs. Mal sehen, wie gefährlich diese Waffe sein wird. Sieht man selten in einem Spiel. Das ist einfach so da. Team Deathmatch auf Köln, auf der Brücke. So, ja, ich gehe mal wieder über die Züge. Ja, da links ist einer, da links ist einer. Nette Feuerrate, wollte ich gerade sagen. Hat wirklich eine sehr nette Feuerrate. Wirkt ein bisschen schwach auf der Brust. Oh mein Gott, was? Ah, okay. Ich habe den gar nicht wahrgenommen. Da hinten sitzt auch noch einer, das war der, glaube ich. Das war der. Okay, ich habe zwei Komplizenkills gemacht, weil er sich voll auf mich gefokussiert hat. Komm, ich hasse dieses die PKP, das ist so... Oh. Mag ich irgendwie nicht. Na komm, lad nach. Lad das Baby nach. Perfekt. Das heißt, ich habe jetzt all meine Medkits verballert, nur deswegen. Aber wir holen uns mal ganz kurz eine Auffrischung. Der hält einiges aus, da müssen wir mit der Vector aufpassen. Da ist noch einer. Okay, ich wurde von einem Teammate erschossen. Kommt mal vor. Ist halt so. Gut, gut, gut. Nehmen wir die Vector wieder ran an die Frontlinie. Ja, da will ich eigentlich auch rein, aber das ist mir zu weit vorne. Alter, die Feuerrate ist aber übel. What? Oh nein, da hinten campt tatsächlich jemand. Eine ganze, also ich kenne Leute, die campen eine ganze Runde in so einem Busch und ja, das ma. Ich verstehe es nicht. Darüber können wir jetzt ja nicht gehen. Gleich wieder raus. Double Kill. Gegenseitig auch noch gekillt. Oh mein Gott, ey. Vor allem die Leute machen tatsächlich wirklich sowas wie Schalldämpfer oder so drauf. In Survarium hat der Schalldämpfer wirklich sehr, sehr wenig Auswirkung auf das Gameplay.
Würde ich sagen. Also Schalldämpfer ist schön und gut, das hört man jemanden nicht so gut, aber gute Kopfhörer sorgen trotzdem dafür, dass du weißt, von wo du beschossen wurdest. Gut. Was? Aus der Hüfte? Oder hat er geaimt? Okay. Ne, doch, er hat aus der Hüfte, okay. Keine Ahnung, ich finde die Iron Sights eigentlich super. Ich würde da eigentlich ungern einen Scope drauf haben wollen. Ich mag die Iron Sights. Ja, wunderbar. Das war ein Gegner. Das habe ich. Der hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dadurch, dass er auf mich geschossen hat. Deswegen dachte ich jetzt nicht, dass da Gegner sind, aber. Ja. Danke, Teams. Teammates. Oh. Ich einfach. Über uns. Genau, renn mal vor. Ich komm nach. Oh nein, ich habe wieder diesen Bug, dass der Chat einfach aufgeht, warum auch immer. Geil, jetzt muss ich das Gameplay so zu Ende spielen, weil den Chat kriegen wir jetzt nicht mehr weg. Na gut. Na, von wo? Ja, da ist die Vector einfach nicht dafür gemacht. Ich hab den auch voll ins Gesicht geschossen. Der hat auf jeden Fall eine Wunde da gehabt. What the fuck? War da jemand? Keine Ahnung. Ich will nicht so weit oben laufen. Etwas. Nahkampf! Ich nutze halt keinen Nahkampf. Das ist so der Nachteil, den ich hab. Und die Leute sind einfach wirklich so. Wupp. Ich habe so viele Probleme mit Nahkampf gehabt, dass es immer so ein bisschen delayed war. Je niedriger dein Ping war, desto uselesser war das gefühlt, weil du Leute mit einem hohen Ping irgendwie nicht treffen konntest. Gegen zwei? Wie soll ich das denn bewerkstelligen? Kommt noch eine dritte Partei, wunderbar. Gut. Wir machen das so. Wenn es kein 30er Gameplay wird, hänge ich noch was ran. Weil die Vector ist eigentlich geil. Jetzt ist nur wieder das Gegnerteam das Problem, beziehungsweise ich weiß auch nicht, nicht unbedingt das Team, sondern der Spielmodus einfach. Ich mag kein Team Deathmatch, wenn es Varium Problem ist. Kaum jemand spielt noch was anderes. Es ist immer nur noch Team Deathmatch, was gespielt wird. Und da kaum noch was anderes bis auf TDM gespielt wird, kann man halt nicht sehr viel machen, wenn man TDM eigentlich nicht so sehr mag. Was war das für ein Teammate? Alter, was eine Feuerrate. Das ist ein anderer.
Oh mein Gott. I'm sorry. Oh. Gott, ey. Das war einfach gerade ein viel zu großes Durcheinander. I'm sorry, buddy. Ja, solche Teamkills können auch mir mal passieren. Ich beschwere mich immer darüber, aber das war wirklich so. Das war gerade blöd. Dann kriegen wir noch in 4 Minuten 30 plus hin. Ich weiß noch nicht mal, wo wir gerade stehen. Noch nicht mal bei der 20. Da sitzt er immer noch am Snipen und am Campen. Ja. Oh mein Gott, sorry, 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 sorry. Okay, ich habe nicht durchgeladen. Der eine campt immer noch da hinten auf der Brücke. Okay, okay, 2 HP. Der gammelt da immer noch drum, oder? Ne, der ist von der Brücke runter. Er ist runter von der Brücke! Der Camper ist gone! Wohin ist der Camper? Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Lol. Ach ja, dieser Spot, lol. Ah, war schlecht. Einer geht natürlich nach oben auf den Sniper-Spot. Einer ist jetzt da irgendwo. Oh ja, ich bin wegen Teamkill hingerichtet worden. Das habe ich verdient, also wegen Team anschießen, Teammate anschießen, weil, ich habe mich erschrocken. So einfach ist das. Noch einmal und ich werde, glaube ich, vom Server geschmissen. Deswegen müssen wir aufpassen. Ja. 6 haben wir, 4 brauchen wir noch. Ich müsste jetzt noch einmal einen guten Run nach vorne bekommen. Einmal nach vorne durch. Ja, klar. Ja. Was hat er drauf? Wenig Feuer. Alter. Dass er mich also so easy wegmacht damit, ist wunderlich. Mit seiner Vektor. 3% höhere Feuerrate ist jetzt nicht die Welt. Aber die campen ja. Die campen einfach nur noch. Wie soll ich denn jetzt das noch schaffen? Oh ja, wir campen einfach die ganze Zeit in irgendwelchen Ecken. Weil wir sind die besten Spieler. Ohne campen kriegen wir keine Kills nämlich. Das ist nämlich gut sein. So. Mal ein bisschen Wut rauslassen. Das habe ich seit wie vielen Jahren nicht mehr gemacht? 3? Jetzt auch mal Zeit, einmal auf den Tisch zu hauen. Alter, ich sammle jetzt gerade nur noch Tode. Ich krieg keine. Die haben mich so hart eingekämpft, das ist unmöglich, dann noch vorzupushen. Oh ja, der campt da schon wieder hinten im Gebüsch. Okay, Leute, das ist so richtig hart typisch mittlerweile der Casual Gamer. Hält sich für super gut, weil er sein, wo ist er denn? 12-7 spielt. Aber alles, was er kann, ist in der Ecke hocken, wenn er sich bewegen muss. Kriegt er wahrscheinlich nicht mal einen Kill mehr.
Naja, wir kriegen keine. Ich glaube aber, das reicht so. Ich finde, das war ein gutes Gameplay. Wir brauchen keine 30 Kills. Das reicht vollkommen, weil das eigentlich auch pure Action, weil wir haben die Gegner weggesnackt und so. Und wir haben nur ein paar. Und da sieht man auch mal wieder, wie schlecht manche sind, weil dieses Hardcore-Gekämpel, das geht so einen auf den Sack. Das ist meine Chris Vector. Und ja, das ist halt echt übel, wie die Gegner da am Campen waren. Ja. Ich würde sagen, aus dem Gegnerteam waren nur zwei gute Spieler dabei. Und der Rest war Crap. Dann bis zum nächsten Mal.